Heute ist ein guter Tag für die Wissenschaft in Jena, Thüringen und ganz Deutschland, freute sich Universitätsrektor Klaus Dicke. Er verkündete gemeinsam mit Thüringens Kultusminister Bernward Müller heute die Gründung eines Helmholtz-Institutes in Jena. Für Thüringen, für Jena dürfen wir feststellen, dass mit dem heutigen Tag auch der Einstieg in die Großforschung gelingt und somit ein weiteres Kapitel auch in der Institutsforschung in Jena aufgeschlagen wird. Da bin ich sehr froh darüber. Ich bedanke mich bei allen, die da mitgewirkt haben. Bund, Land, Helmholtz und natürlich die Universität Jena. Und ich glaube, wir sind jetzt einen großen Schritt vorangekommen, auch den Wissenschaftsstandort und Forschungsstandort Jena weiterzuentwickeln. Im Zentrum der Forschung des Helmholtz-Institutes Jena sollen extreme Materiezustände stehen. Das sind zum Beispiel heiße, dichte Plasmen, wie sie im Inneren von Sternen vorkommen. Wir konzentrieren uns in diesem Institut insbesondere auf die Schnittstelle zwischen Beschleunigern, herkömmlichen Beschleunigern und Lasertechnologie. Wir bearbeiten dabei die Felder sowohl von Entwicklung von Höchstleistungslasern für Anwendungen an Beschleunigern als auch die entsprechende Physik mit solchen Lasern. Die Helmholtz-Gemeinschaft betreibt schon weltweit einzigartige Lichtquellen auf diesem Forschungsgebiet. Die gebündelte Fachkompetenz wird dem Jenaer Standort eine internationale Führungsposition sichern. Da werden Lehrende und Professoren der Friedrich-Schiller-Universität, Teams der Friedrich-Schiller-Universität mitarbeiten. Das ist in der Tat ein gemeinsames Unternehmen. Und wir werden mal sehen, wie sich das in den kommenden 2 Jahren entwickelt, was man davon hört. Heute wurde also das Memorandum über die Gründung des Helmholtz-Institutes unterzeichnet. Die Einrichtung wird von Bund und Ländern großzügig finanziert. Bereits im Juli soll das Helmholtz-Institut Jena in einem Universitätsgebäude am Fröbelstieg 3 seine Arbeit aufnehmen. Alle Weichen hierzu wurden in Rekordzeit gestellt.